Mein Name ist Georg Diegrober. Ich habe die Ökonomie der Menschlichkeit gemeinsam mit einem Team in die Welt gesetzt. Und wir sagen, Wirtschaft braucht Menschlichkeit. Ich habe ein Gespräch gehabt vor einigen Monaten mit einem sehr interessanten Zukunftsforscher, also einem sehr menschlichen Herrn, der gesagt hat, nein, das geht nicht. Wirtschaft kann man nicht verbinden mit Menschlichkeit. Wir sollten eher schauen, dass wir die künstliche Intelligenz fördern und mehr Raum haben, also mehr freien Raum haben, außerhalb der Arbeit, um eben zu leben. Wir sind ganz anderer Meinung. Mitarbeiter ist zwar in der Bilanz ein Minus, aber letztlich das größte Kapital. Und das zeigen wegbereitende Unternehmen, die dieser Organisation vorstehen, besondere Wege gegangen sind. Und wenn ich sage, besondere Wege gegangen sind, ich bin in der Natur. Gerade dieser Naturbezug ist so wesentlich. Und mir hat ein Wegbereiter jetzt gesagt, vor ein paar Tagen, es ist jetzt kein Raum für Menschlichkeit. Es ist so ernst, es ist Inflation, Energiepreise steigen. Und jetzt ist halt die Frage, wenn man das entspannt angeht, mit Raum angeht, ob man nicht eine bessere Lösung findet für die Situation, die ohnehin da ist. Also wenn es stressig, wenn es eng wird, wenn man Angst hat. Das zeigt sich ja jetzt die Situation. Angst ist ein schlechter Begleiter. Und jetzt nochmal zurückkommen eben auf Natur, auf Gehen. Wir werden mit dem Weltenwanderer, mit dem Gregor, eine Reise starten durch Österreich. Das haben wir in finaler Klärung. Im Sinne der Menschlichkeit, im Sinne der Begegnung, zueinander zu finden. Und wir laden ja jeden Unternehmer, der Menschlichkeit oder am menschlichen Weg ist, ein, mit uns zu wirken, mit einer ganz kleinen Pauschale, Verwaltungspauschale, wie immer man das nennt, also fast kostenfrei. Und dann erfolgt schon die Einladung zum Erstgespräch, da haben wir Kontakt mit ein paar Unternehmen. Und wir bauen da Dynamik auf. Es ist immer wieder erstaunlich, wenn man Gespräche führt, wie oft wir in eine Richtung unterwegs sind, die wir nicht gestalten können. Die böse Regierung, die Herausforderung dort mit der Behörde oder da. Und wir wollen halt den Gestaltungsraum fördern und nur darauf fokussieren. Das ist eine Herausforderung, weil es natürlich viele, viele Gespräche gibt oder Möglichkeiten gibt, wo man schon oft einmal berechtigt sagt, das ist ein Riesenhindernis für einen Unternehmer. Teilweise können Unternehmer das Unternehmen gar nicht mehr selber leiten. Das hängt von ganz anderen Dingen ab und das bringt schon in die Ohnmacht. Wir sind gefordert, maximal gefordert und über die Menschlichkeit haben wir sicherlich eine Chance. Ja, mit im Moment da noch 450.000 Unternehmer. Wenn wir uns unserer Macht und Kraft bewusst werden, in eine gute Richtung zu gehen. Aber da braucht es jetzt die Handlung. Ja, und der Jänner ist immer so, der, wo man sagt, was kommt heuer. Es ist sicher fordernd und es war aber auch noch nie so chancenreich wie jetzt. Ängste, die da sind, die waren halt versteckt. Es ist eine Beschleunigung, es ist ein Transformator. Wir bilden uns immer im Außen, wir schauen immer aufs Außen. Aber jetzt geht es um die Menschlichkeit und wir haben auch Formate, Menschlichkeit leben. Leopold Kohr ist also ein besonderer Mensch, der sich selbst im KZ nicht hat brechen lassen. Und Sabine Kindl von Thilo in Tirol wird da in Kürze einen Impuls geben. Samstag 6 Uhr in der Früh, so Einstimmung aufs Wochenende, gibt da Impuls zum Thema Träumen. Joachim Schaffer-Suchomel, was sagen uns Träume? Was sind Träume? Wo liegen die Chancen? Ich glaube, wir dürfen einfach hinschauen und dürfen uns über das oder ins Menschsein gehen. Wir sind ja sehr gebildet in Schulen und alles Mögliche, aber wie funktionieren wir, unsere Psyche? Gerald Hüther, der Gehirnforscher, ist da so ein leuchtendes Beispiel, der auch Geburtshelfer agiert hat bei uns. Und gerade das Thema, das er immer wieder anspricht, dass wir immer das Objekt sehen, die Sache. Auch jetzt in der Hotellerie zum Beispiel den Gast.
Aber das Subjekt, der Mensch, du interessierst mich tiefer, das ist unsere ganz, ganz große Chance. Und in diesem Sinne laden wir ein, bei der Ökonomie der Menschlichkeit mitzuwirken. Das ist ein wunderbares Feld, es werden viele werden. Und es braucht einfach diese Ja und nicht dieses Ja aber, was man so oft hört. Ja aber ist aber. Man nimmt die Energie aus, gehen wir ins Vertrauen. Und ich glaube, das Gefühl ist auch ganz ein wesentlicher Maßstab, um zu sagen, ist der Weg gut. Eingeladen auch, dass Sie sich die Werte anschauen, wir haben ein Manifest in die Welt gesetzt, bewusst gemeinsam leben Manifest. Und wenn das inspiriert, wenn das anspricht, einfach tun. Wie gesagt, nächster Schritt ist schon gleich Einladung im Willkommenspaket zum Erstgespräch per Zoom. Und dann geht's dahin, wir sind positiv, wir können heute halt das Erlebte nicht wirklich beschreiben, weil es die Worte nicht gibt und auch die Zukunft ist nicht beschreibbar. Es ist eine Co-Kreation, hier, es entsteht über das Gemeinsame und das Leben und das ist vielleicht der Abschluss, kann wirklich leicht sein. Und wir haben die Worte, Leichtigkeit, Freude und Vertrauen zu leben. Mag absurd klingen, es ist möglich. Aber jeder hat halt immer recht. Und wenn ich sage, das ist schwer, wird er sich das beweisen und umgekehrt. Also wirkt man im Ineinander, wie Baldur Breimel sagt, Miteinander ist eins, aber das Ineinander, das ist sehr persönlich. Es gibt nicht zu wenig. Wir in unserem besonderen Land Österreich können wirklich da sehr besonders agieren. Und ja, es ist halt jetzt ein Lernschritt in das tiefere Menschsein. Dazu laden wir ein. Alles Liebe.